In diesem Video geht es um das molare Volumen und das partielle molare Volumen. Anders ausgedrückt befassen wir uns damit, wie das Volumen einer Mischung aus zwei Flüssigkeiten ermittelt wird. Wir beginnen mit dem molaren Volumen. Diese Größe erhält man, wenn zu einer großen Menge eines Stoffes noch ein weiteres Mol des Stoffes zugegeben wird. Das molare Volumen entspricht der Volumenänderung bei diesem Vorgang. Bei Ethanol verändert sich das Volumen zum Beispiel um 58 Milliliter. Somit liegt das molare Volumen bei 58 Milliliter pro Mol. Wenn ein Mol Wasser zu einer weiteren großen Menge an Wasser gegeben wird, steigt das Volumen um 18 Milliliter. Das molare Volumen beträgt daher 18 Milliliter pro Mol. Ganz einfach lässt sich das Volumen einer idealen Mischung bestimmen. Bei einer solchen Mischung sind die einzelnen Komponenten indifferent. Das heißt, sie haben keine besonderen Einflüsse aufeinander. Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen sind sich so ähnlich, dass es keinen Unterschied macht, ob die Teilchen nur von dem gleichen Stoff umgeben sind oder sich in der Mischung befinden. Das Volumen ändert sich nach dem Mischen nicht. Es ist einfach die Summe aus dem Volumen des ersten und dem Volumen des zweiten Stoffes, in diesem Fall mit A und B bezeichnet. Bei nicht idealen Mischungen beeinflussen sich die einzelnen Komponenten gegenseitig. Das Volumen kann zum Beispiel kleiner sein, als vorher angenommen wurde. Zur Bestimmung des Mischungsvolumens ist bei diesen Fällen das partielle molare Volumen nötig. Im Folgenden betrachten wir eine Mischung aus Ethanol und Wasser. Dazu wird ein weiteres Mol an Ethanol gegeben. Die Änderung des Volumens ist von Mischung zu Mischung unterschiedlich. Die Volumina können sich um einige Milliliter unterscheiden. Sie sind von den Anteilen der Komponenten in der Mischung abhängig. Das genaue Volumen lässt sich auf verschiedene Weisen ermitteln. Eine wichtige Grundlage dafür ist die Gibbs-Duhem-Gleichung. Mit dieser lässt sich das Volumen einer Mischung berechnen. Für beide Stoffe wird das spezifische partielle molare Volumen mit dem Stoffmengenanteil in der Mischung multipliziert. Die Summe aus den beiden Produkten ergibt das Volumen der Mischung. Zum besseren Verständnis betrachten wir wieder eine Mischung aus Ethanol und Wasser. In diesem Graphen ist das partielle Volumen von Wasser und Ethanol in Abhängigkeit von der Mischung aufgetragen. Auf der x-Achse ist der Anteil an Ethanol dargestellt. An der rechten Achse besteht die Flüssigkeit nur aus Ethanol. Bei der linken Achse nur aus Wasser. Eine Mischung besteht nun zum Beispiel aus 0,2 Mol Ethanol und 0,8 Mol Wasser. Im Graphen sind die Werte für diese Mischung bei x gleich 0,2 zu finden. Ethanol hat dort ein partielles molares Volumen von 54,8 Milliliter pro Mol. Der Wert kann an der rechten Achse abgelesen werden. Das partielle molare Volumen von Wasser ist ca. 17,8 Milliliter pro Mol. Die Achse zum Ablesen ist auf der linken Seite dargestellt. Da wir eine Mischung mit 20% Ethanol betrachten, müssen wir noch die genauen Volumen berechnen. Der Anteil an Ethanol liegt bei 0,2 Mol. Das partielle molare Volumen wird mit dem Anteil multipliziert. Das Volumen des Ethanols beträgt somit ca. 11 Milliliter. Bei Wasser hingegen liegt der Anteil bei 0,8 Mol und das Volumen daher bei ungefähr 14 Milliliter. Das gesamte Volumen der Mischung ist 25 Milliliter. Ein anderer Weg zur Bestimmung des Volumens einer Mischung erfolgt über das Exzessvolumen. Wenn zwei Flüssigkeiten zusammengegeben werden, erwartet man, dass die Mischung ein bestimmtes Volumen hat. Zum Beispiel, wenn zwei Flüssigkeiten mit 50 Milliliter zusammengeschüttet werden, müsste die Mischung ein Volumen von 100 Milliliter haben. Bei Ethanol und Wasser liegt das tatsächliche Volumen aber leicht darunter. Das Exzessvolumen gibt nun den Wert an, der vom erwarteten Volumen abgezogen werden muss. Für die Rechnung wird in diesem Fall das molare Volumen der Stoffe verwendet. Dieses wird mit dem jeweiligen Stoffmengenanteil multipliziert. Von der Summe der beiden Volumina wird am Ende das Exzessvolumen abgezogen. Zum besseren Verständnis betrachten wir wieder eine Mischung aus Ethanol und Wasser. In diesem Diagramm ist das Exzessvolumen für das jeweilige Mischungsverhältnis dargestellt. Eine Beispielmischung hat wieder einen Anteil von 20% Ethanol. Das Exzessvolumen liegt daher bei ungefähr minus 0,9 Milliliter. Um das theoretische Volumen des Ethanols zu berechnen, wird das molare Volumen mit dem Stoffmengenanteil multipliziert. Dies ergibt ca. 11,7 Milliliter. Für das Wasser ergibt die Rechnung 14,4 Milliliter. Das tatsächliche Volumen der Mischung erhält man, indem von der Summe der Volumina das Exzessvolumen abgezogen wird. Die Mischung hat somit ein Volumen von 25,2 Milliliter. Für einen besseren Überblick werden hier die Themen des Videos nochmal zusammengefasst. Das molare Volumen, das partielle molare Volumen, die Gibbs-Duhem-Gleichung und schließlich das Exzessvolumen.